So. Hier hoch. Hier weiter. So, auf die Teekanne wechseln. Die Teekanne anvisieren. So, Teekanne wegstecken. Auf Pfeffermühle wechseln. Hier was draufsetzen. Weiterlaufen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nein! Sag jetzt nicht, dass ich alles wieder von vorne machen muss. Yeah. Okay, es hat leider nicht geklappt. Schade. Nö. Nee. Die Taste so schön hier. Ich bin ein Noob, ne? Ich habe jetzt eine Viertelstunde damit verbracht, einfach nur hier rumzulaufen. Kann man hier drauf? Komm, das versuche ich jetzt mal direkt nochmal. Denn das wäre ein idealer Shortcut, da müssten wir nicht alles nochmal machen. Scheiße. Komm, nochmal. Diesmal ein bisschen getimter. Ja. Klappt doch schön. So, jetzt. Hier weiter. Hier weiter. Jetzt wieder hier unser schönes Hütchen drauflegen. So, zack, 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 und ja, super, nächste Stadt. Eine Ninja, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Hä? Was ist hier jetzt hin? Irgendwie ungeheuer. Erstmal gucken, was es hier gibt. In diesen unendlichen Tiefen des Darmtraktes. Eine Flasche. Oder? War es eine Flasche? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so scheiße im Gedächtnis gerade. So, was haben wir denn hier noch? LT, ja. Das weiß ich, dass ich da hin muss. Die Frage ist, ob es hier noch was gibt. Ja. Nein. Höre ich noch eine Schnauze? Nein. Okay, weiter geht's. Sieht aus, auch so aus wie so ein Hintern, ne? Aus, so aus, so aus, auch aus. Was willst du mir denn sagen? Hm? Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen, aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Okay, die kann ich nicht besiegen. Das ist schon ziemlich doof. Na komm her.
Du willst nicht. Aua. Hallo. Komm, gib mir was. Wow. Stirb. Oh, falsch Treff. Stirb. Ups. Stirb. Das war nicht so klug. Stirb. Stirb. Ups. Stirb mit meiner Warpal-Klinge. Ich verliere aber bei diesen Sachen ziemlich viel. Wir sind gerettet! Unsere Wohltäterin! Ihr seid frei, meine Freunde! Ja, meine Papiermännchen, ihr seid frei! Lasst mich euch anzünden! Oder lasst mir einfach nur einen Pilz übrig. Aha, hier gibt's noch. Was sagen die da hinten? Schade. Kann man mit denen reden? Nein, kann man natürlich nicht. Da hinten ist wieder so ein komisches Licht. Was ist das? Das ist einfach nur ein Texturfehler. Super. Ja. Hopp. Schnauze? Schnauze! Hallo Schnauze! Gib mir was, was ich verdient habe. Einen Honigkorn. Ja, natürlich. Wieso nicht? Ist ja gerade schon mehr 12 Uhr nachts. Ist Zeit für ein Nachtmahl. Gib mir den Honigkorn. So. Hopp hoch mit mir. Achso, ich glaube, wir müssen erstmal die Wasserpfeife aktivieren. Oh. Oder wir müssen ja die Kette aktivieren. Oh, da könnte ich ja nicht rein. Na komm, zeig mir. Aua. Hallo. Wie viele kommen denn dann noch? Okay, ich glaube, die kommen die ganze Zeit, deshalb einfach mal durchspringen und Kette ziehen. Na? Jetzt aufgehört? Nein. Schade. Ich hasse euch, wisst ihr das?
So, bist du die letzte von den ganzen? Ja. Nein, hier kommt noch eine. Und da kommt noch eine. Okay, die hören scheinbar nicht auf, also lass uns weiter zurücklaufen. Wow, den Stern hat anscheinend die Texturen verschlungen. Wuhu! Flieg, mein kleines Täubchen. Und lass dich nicht von diesem dummen Tierchen da beeinflussen. Ja. Klappt doch. Alles klappt doch. Warte, hier ist noch eins davon. Ha. Oh. Na? Super schön, alles weg. Es sagt das Papiermännchen zu mir, es betet mich einfach nur an. Ja, wir sind ja die Über-Alice. Wir sind ja, naja, eigentlich ist ja Alice gerade nicht die Herrin über ihren Verstand, aber wir tun mal einfach so, als wären wir das. Verloren. Tut mir aber leid. Und damit haben wir das Level geschafft. Ab zum nächsten, ab zum Endboss. Okay. Das habe ich jetzt zwar nicht so ganz verstanden, aber für manche ist Freiheit so wert, für die sie gemeint sind. Yep. Achso, hier geht's weiter. Gut, dann machen wir das mal. Zack. 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 Ich hoffe, die brechen nicht ein. Oder so ähnlich. Mal da drüben geht's zur Schweineschnauze. Ja, als erstes ja immer mal die Schweineschnauze mitnehmen, ne? Oh. Das geht ja komplett. Oder? Ja, okay. Es geht komplett darum. Gut, das... naja, wird heftig. Da hinzukommen. Aber wir müssen dann dafür erstmal hier durch. So. Das Witzige ist ja, dass die Level immer ziemlich leicht anfangen und dann immer schwieriger werden. Komischerweise habe ich jetzt auch bei den hier hinten habe ich doch was gesehen bei den Open Broadcaster Aufnahmen immer mal wieder diese kleinen Steher. Also das liegt wahrscheinlich nicht